Heute geht's ums Haare schneiden bei Meerschweinchen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann sehen wir uns gleich nach der Intro. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit den kleinen Schätzen. Und hier zu sehen ist die liebe kleine Cookie. Ja, Cookie und Robby, das sind ja zwei Langhaarmeerschweinchen, eigentlich auch so die ersten Langhaarmeerschweinchen, die wir bisher so hatten. Das heißt, vorher hatten wir eigentlich immer so Glatthaar und da musste man eigentlich nie irgendwas mit den Haaren machen. Hier bei den Langhaarmeerschweinchen muss man zumindest hinten am Hinterteil öfters mal die Haare wegschneiden. Und im Sommer, wenn es warm wird, sollte man natürlich auch die Haare kürzen. Einfach um die Dicke von dem Fell mal ein bisschen auszudünnen, damit das nicht so extrem warm für die auch ist. Ja, wie machen wir das so? Also im Endeffekt sieht man ja schon, Cookie hält eigentlich relativ schon gut still. Das geht natürlich nur, wenn die schon ein gewisses Grundvertrauen in uns haben. Das heißt, ein anderes Meerschweinchen würde wahrscheinlich schon unlängst weglaufen. Und wie man sieht, so ganz gefallen tut ihr das auch noch nicht hier so. Da kann man natürlich immer so ein paar Leckerlis hinlegen, dass sie davon ein bisschen abgelenkt sind. Aber immer klappt das auch nicht. Aber generell muss man schon sagen, sie lässt sich doch schon recht viel gefallen. Und man kann das ganz gut abschneiden. Ja, was nehmen wir zum Abschneiden? Also da würde ich sagen, da sollte man schon ein bisschen das Geld investieren und eine vernünftige Haarschneideschere investieren. Und beim Schneiden natürlich immer so auch so drauf achten, dass die Spitzen nicht irgendwie so in Augenhöhe sind und am besten auch so vom Kopfchen abgewendet, weil wenn sich das Meerschweinchen doch mal irgendwie schnell bewegt, nicht, dass dann die Schere in die Augen sticht oder so. Da muss man ein bisschen Erfahrung haben, einfach vorsichtig sein. Und dann vielleicht auch so, wie man das hier gerade so sieht, einfach mal mit den Händen so ein bisschen halten und dann abschneiden. Dann kann ja eigentlich auch nichts passieren, weil man dann ja einfach über die Finger schneidet. Alternativ kann man natürlich auch so einen Trimmer nehmen, so einen Haartrimmer. Nimmt man einfach einen Kamm und dann geht man mit dem Trimmer so lang. Geht sicherlich auch ganz schnell. Das Problem ist halt einfach das Geräusch, den der Trimmer macht, ne? Also viele Meerschweinchen haben dann schon vermehrt Angst, weil sie das Geräusch nicht wirklich zuordnen können. Und wenn das näher kommt, wissen sie nicht, was ist da los. Das ist natürlich, wenn man so die Haare mit einer Schere schneidet, ja, das ist schon ganz schön Wolle, wie man sieht. Immer schön leise, das können sie dann schon besser abschätzen. Und da gehört natürlich ein bisschen Übung zu, wenn man das mit so einem Trimmer machen möchte. Ja, ansonsten, wie man sieht, Cookie lässt sich das ganz gut hier alles gefallen. Das ist so eigentlich relativ cool. Nun muss man auch eins sagen, das ist für Cookie natürlich jetzt auch eine Position, die sie gar nicht so kennt. Das heißt, so ein bisschen Unbehagen hat sie da natürlich auch. Einmal ist ganz viel Licht an, dann läuft die Kamera noch mit. Natürlich ist sie ein bisschen entspannter durch die Leckerlis und futtert die eigentlich so. Und ja, dass da die Haare abgeschnitten werden, das ist auch nicht so wild. Es wird wahrscheinlich auch gar nicht großartig ziepen beim Schneiden, weil es ja eine Haarschere ist. Macht man das jetzt mit so einer normalen Haushaltsschere, die vielleicht auch noch ein bisschen stumpf ist, dann könnte es auch sein, dass die ein bisschen am Ziepen ist. Das mögen die dann natürlich auch nicht. Ja, ansonsten ist Cookie da doch sehr entspannt. Wenn man jetzt so ein bisschen weiter schaut, sieht man schon, ja, es ist schon ganz schön gut Wolle runtergekommen. Und im Endeffekt könnte man die Haare sogar noch kürzer schneiden. Aber ja, so eine gewisse Art möchte man ja schon behalten. Was man hier bei Cookie auch gut sehen kann, hier an der Seite rechts, da fehlen ihr irgendwie so Haare. Anscheinend hat sie da irgendwas. Da müssen wir mal zum Tierarzt hin. Ich nehme an, das wird wohl ein Hautpilz sein. Das haben die manchmal, wenn das Immunsystem ein bisschen geschwächt ist. Sie hat ja immer sehr viel mit ihrer Nase zu tun und so. Immer so ein bisschen am Schnupfen. Das kriegen wir irgendwie noch nicht so ganz geregelt und von daher, wir werden jetzt mal zum Tierarzt, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich ein Hautpilz ist. Kann natürlich auch sein, dass es Milben sind, aber bei Milbenbefall, ich denke mal, da würde sie sich da auch viel mehr kratzen und alles. Ja, wie man sehen kann, jetzt möchte sie auch nach Hause, jetzt geht sie auf die Hand. Das ist immer so ein Zeichen, sie möchte jetzt endlich runter, sie möchte da nicht mehr sitzen. Dann kommen wir mal zum nächsten Wollknäuel. Das ist der süße kleine Robby. Das ist ein ganz schlauer kleiner Knirps. Und da ist es halt genauso. Da nimmt man halt die Schere und schneidet da dann ab, wo man so meint. Aber er hat ja wirklich schon viel. Und gerade auch hinten
Man sieht es hier nicht ganz so, aber hinten hat er halt auch immer sehr lange Haare und die muss man einfach mal immer wegschneiden, weil die sonst auch verfilzen und die sonst auch nachher nass sind. Ne? Also er piet dann ja auch auf und so. Das ist dann einfach nicht schön. Ja, und wie man sieht, er hat wirklich sehr viel lange Haare. Da muss man wirklich viel wegschneiden. Ja, wenn man das jetzt hier so weiter mal macht, man kann ihn natürlich immer so ein bisschen erpressen mit Leckerlis hier. Aber man sieht deutlich, er mag das eigentlich nicht, dass man ihn so anfasst. Ja. Also man sieht schon, nee, das ist nicht so meins. Also er hüpft natürlich auch so gerne mal rum als Zeichen der Freude, aber das hier würde ich ganz klar so einschätzen, nee, das möchte ich jetzt nicht, lass das mal. Ne? Das ist ihm also nicht so ganz angenehm, obwohl wir da ja jetzt eigentlich nichts großartig machen. Ja, und wie man sehen kann, jetzt sieht man auch schon ganz gut die Schnitte. Er möchte natürlich auch mal ein bisschen abhauen. Da muss man halt so ein bisschen ihn natürlich auch wieder hinsetzen. Die Leckerlis scheinen ihn noch gar nicht so zu interessieren. Naja, und hier sieht man das halt auch wieder schön, diesen Friseurschnitt. Ne? Natürlich könnte man noch mehr Haare abschneiden, aber ja, zu viel ist ja jetzt auch nicht so toll. Also so ein bisschen brauchen sie ja sowieso. Und zur Not kann man dann halt nochmal nachschneiden. So mittlerweile hat er sich so ein bisschen mehr beruhigt, aber er merkt halt immer, wenn man an seinen Haaren anfasst und so, das möchte er halt einfach nicht. Ne? Er möchte das halt nicht, aber im Moment lässt er sich ganz gut von diesen Leckerlis dann ablenken. Ja, und wie man sieht, da geht auch ganz gut Wolle bei weg. Ja, letzten Endes ist es natürlich immer so eine Sache, wie schon gesagt. Da braucht man natürlich auch so ein bisschen Vertrauen und bei ihm sieht man halt auch so, er will das eigentlich gar nicht so wirklich so. Also er möchte lieber rumgucken, er möchte lieber runter zu Cookie. Cookie ist ihm immer ganz wichtig und man merkt bei ihm auch ganz klar, er mag das nicht, dieses Anfassen, das will er nicht, das kitzelt ihn. Er schüttelt sich auch immer ständig. Das ist halt etwas wirklich, was er gar nicht so mag. Und möchte. Aber leider ist es ja nun mal so, die Haare müssen nun mal etwas kürzer geschnitten werden und wo man dann später auch mal darauf achten muss, dass man auch ein bisschen an den Füßchen und so dann auch mal schneidet. Aber man sieht halt bei ihm immer, dass er das überhaupt nicht gerne mag. Ja. Letzten Endes ist es dann aber so, wenn man dann ordentlich Haare abgeschnitten hat, dann ist es einfach für den Sommer viel, viel besser. Sieht, ja, also ich finde es eigentlich hübscher. Ich mag tatsächlich lieber so Kurzhaar, Glatthaar, Meerschweinchen. Aber ja gut, die beiden kommen aus dem Tierschutz und die sind ja trotzdem ganz niedlich und süß. Nicht? Aber das ist halt, ja, an diese langen Haare kann ich mich persönlich noch nicht so wirklich gut gewöhnen. Aber das ist ja alles immer, ja, auch so eine kleine Geschmacksfrage. Er ist trotzdem ein ganz süßer kleiner Knuddel und ich habe ihn auch unheimlich gerne. Er macht auch viele schöne Sachen, er ist sehr aufgeweckt, läuft viel durch die Gegend und guckt sich alles ganz genau an. Und ja, und wie gesagt, also er hält bei Weitem nicht so viel still wie Cookie und man sieht auch wirklich, er mag das einfach nicht. Ja, hier sieht man auch noch mal so ein bisschen hier bei den Beinchen und unterm Kinn muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich ja, mit einer Schere wahrscheinlich auch einfacher als mit so einem lauten Rasierer. Da würde er wahrscheinlich wesentlich weniger stillhalten. Aber das ist halt immer, das muss man üben und irgendwann geht das anderem sicherlich auch. Wir haben dann allerdings noch nicht so wirklich viel Erfahrung, weil, wie gesagt, die beiden sind unsere ersten beiden Langhaar-Meerschweinchen und da muss man auch erstmal Erfahrung sammeln. Aber was man auf alle festhalten kann, Cookie und Robby, das sind einfach zwei ganz süße kleine Knuddels. Also ich weiß gar nicht, obwohl die ja jetzt wirklich so dunkel sind und gar nicht so bunt, sehen sie ja doch sehr, sehr süß aus und hübsch. Aber eigentlich sind ja alle Meerschweinchen hübsch. Also ich habe jetzt eigentlich noch keins gesehen, was wirklich hässlich wäre, außer dieses Skinny-Meerschweinchen. Ja, man sieht hier auch, er möchte jetzt wieder runter. Er macht jetzt immer mehr und mehr Anstalten. Er sagt hier, tu mich mal bitte jetzt runtersetzen. Das haben sie schon gelernt, ne? dass das immer so ein Zeichen ist, ach, jetzt setz dich mal runter. Sie signalisieren auch so, dass sie mal auf die Toilette müssen und so. Und ja, also er weiß ganz genau, jetzt möchte ich gerne runter und dann muss man ihn dann noch runtersetzen.
Das war es eigentlich auch schon zum Thema Haare schneiden. Ich weiß, vielleicht war es heute nicht ganz so spannend und informativ als sonst. Aber man hatte natürlich schöne Aufnahmen von Cookie und Robbie. Das ist ja auch schon mal was ganz toll ist. Ja, vielleicht hat es euch ja ein bisschen weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf alle Fälle ein Like und einen Kommentar da. Das hilft natürlich den Algorithmus, dass das Video mehr und mehr vorgeschlagen wird. Wenn ihr noch weitere Videos, Meerschweinchen-Videos, sehen wollt, dann verlinke ich euch hier noch ein paar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!